Was geht ab, Pyros? Heute gibt es für euch ein neues Video und zwar meine Feuerwerk-Einkaufsliste für Silvester 2023-2024 in den Discountern. Es werden 12 Läden angefahren, in Deutschland natürlich, bin ich aus Österreich, ich werde dieses Jahr nicht nach Freilassing schauen, weil dort ist einfach viel zu viel los. Es waren über 200 Leute letztes Jahr vor dem Lidl um 7 Uhr. Ich hoffe, dass dieses Jahr ein bisschen weniger ist in Passau, wo ich dieses Jahr einkaufen werde. Ich werde dieses Jahr auch mit 10 Leuten ungefähr einkaufen, zu dritt. Werden wir unterwegs sein im Konvoi, wird eine richtig geile Einkaufstour. Und ja, aber heute geht es eigentlich um die Einkaufsliste, was ich mir so alles mitnehme. Wir gehen einfach die Artikel ganz entspannt durch. Ich habe sie gestern im Livestream angeschaut, also ich weiß nicht, ob ich heute nochmal Livestream, falls ihr das Video seht, oder sonst halt morgen dann. Und ja, wir schauen uns einfach die Liste ganz entspannt an. Falls ihr noch Verbesserungsvorschläge habt für die Liste, würde ich mich sehr freuen. Schreibt ihr einfach eure Liste rein in die Kommentare, beziehungsweise wie viel ihr ausgeben werdet, wie viele Läden ihr besuchen werdet. Und ja, das würde mich sehr, sehr interessieren. Und ein bisschen diskutieren in den Kommentaren würde mich sehr, sehr freuen. Und ja, wir starten einfach rein. Ich werde starten bei Lidl, wie jeder fast. Und ich werde mir als erstes die Infinity Fire mitnehmen für 9,99 €. Ist eine Neuheit dieses Jahr. Sehr, sehr geil. Also für den Preis kann man nicht viel falsch machen. Dann werde ich mir einmal die Bloody Brilliant mitnehmen. Das ist die Bloody Mary. Aber ich habe mir einen Chargenvergleich angeschaut gestern im Livestream bei Pyro Extreme Germany bzw. Pyro Extreme. Hat die Bloody Brilliant verglichen mit der Bloody Mary. Und die Bloody Brilliant hat bessere Zerlege, aber der Effekt ist ein bisschen schlechter. Die Bloody Mary, da ist der Effekt ein bisschen besser und die Zerlege eher schlechter. Ich werde mir auf jeden Fall beide mitnehmen, weil die Bloody Mary gibt es ja im Rewe und die Bloody Brilliant bei mir im Lidl. Also ich habe hier die Bayern-Region, falls ihr euch wundert. Ich werde mir nicht die Flashback mitnehmen, auch nicht die Superfly. Genau, Infinity Fire, Bloody Brilliant, dann die Magic Gin und die Pyro Sensation. Bei der Pyro Sensation bin ich mir nicht sicher, ob ich die mitnehmen werde. Vielleicht tausche ich die aus gegenüber einer anderen Batterie oder ich lasse die einfach liegen. Die schaut nicht schlecht aus, hat jetzt aber nicht das, was mich irgendwie catcht. Für den Preis ist die auch ein bisschen so teuer, würde ich ehrlich sein. Also für 13 Euro wäre die eigentlich ganz in Ordnung. Also Toppreis. 12,99 € oder 13,99 € ging die auch noch, aber für 17 € ein bisschen teuer, bin ich noch am überlegen. Dann werde ich mir hier die Magic Gin mitnehmen, die kostet 3,99 €. Dann geht es weiter, zweimal die Discovery, aber als Geheimtipp gibt es hier die Big Surprise. Schaut euch die Charge dieses Jahr an, wirklich eine der besten Discounter-Batterien mit Daredevil, der Barbarian und sonst welche guten Teile. Also die Big Surprise hat mich dieses Jahr umgehauen, habe ich auch, wie gesagt, bei Pyro Extreme Germany angeschaut. Also für 18,99 € Top-Teil. Ich werde mir dieses Jahr richtig einpacken, das Teil. Richtig fette Zerlege, alles drum und dran, top. Dann geht's weiter. Der New Beastmaster, die habe ich mir auch wieder angeschaut im Vergleich. Ist auch dieses Jahr ein bisschen besser als letztes Jahr. 15,99 € ein bisschen teurer geworden, aber kann man machen. Und ja, ich würde sie mir definitiv mitnehmen, falls ihr das Geld dazu habt. Dann habe ich mir aufgeschrieben, eine Yang für 4,99 €, war mir nicht sicher, Yin und Yang, die sind auch schlechter geworden dieses Jahr, also vom Video her. Ich hatte die noch nie, aber ich habe vor, dass ich mir entweder die Yin und Yang mitnehme, oder ich lasse einfach die Pyro Sensation liegen und nehme mir die Yin und Yang mit. Und ja, dann zweimal Discovery, wie gesagt, auch eine gute Billigbatterie, 2,49 €, Preiskracher, muss man einfach mitnehmen. Dann das Fire Fantasy, das gibt es wieder bei mir für 8,99 €. Also ja, Plastikverpackung hoffe ich. Eins der letzten, die werde ich einfach einpacken. Fire Fantasy, dann Daredevil, auch eine der besten Discounter-Batterien, 15,99 €, wirklich Top-Teil, holt sie euch. Goldfinger war ich auch im Überlegen, aber ist auch schlechter geworden, wie auch die Black Eyes. Die ist aber dieses Jahr echt gut. Vielleicht statt der Pyro Sensation der Black Eyes. Dann geht es hier weiter mit dem Flashbang und den Vulkanen. Die 3,49 €,
Ja, die 10er Schachtel und die Vulkane. Bei den Vulkanen bin ich mir nicht sicher. Ich hatte schon den silbernen rechts und den Color Stars. Den Einhorn-Pups hatte ich noch nie. Und den Gold-Silver-Stars auch noch nicht. Also ich glaube, ich nehme den Gold-Silver-Stars mal mit. Dann die Double Flash nehme ich mir, glaube ich, nicht hier mit beim Lidl, sondern beim Aldi Süd. Für 3,49 kosten genauso viel. Aber ja, schauen wir mal, ob ich überhaupt alles bekomme bei meinem Lidl. Dann geht's weiter mit Aldi Süd. Da werde ich mir einmal das Star Hunter mitnehmen für 4,69. Wirklich ein gutes Sortiment. Also Top-Teil, Familiensortiment. Einfach mitnehmen, 110 Teile. Also top, ja, kann man dazu nicht mehr sagen. Dann geht's weiter. Double Power, wie gesagt, werde ich mir hier mitnehmen beim Aldi Süd. Weil Double Flash hatte ich ja schon mal. Aber ist eh dasselbe. Dann die Eruption wird eingepackt, zweimal die Artus und zweimal die Poison. Wirklich sehr, sehr gute Billigbatterien. Preis-Highlights, generell die drei Batterien. Eruption, dann die Artus und die Poison. Richtig gut. Tristan wollte ich mir dieses Jahr nicht mitnehmen. Big Bombastic auch teurer geworden. Ich nehme mir aber dieses Jahr eine Pegasus mit für 3,99. Hatte die auch schon mal 2016, 17 so herum. Und als 30mm Kaliber auch die Heavy Metal. Ich war noch am Schwanken zwischen der Rockstar und der Heavy Metal, aber habe mich dann eher für die Heavy Metal entschieden, auch wenn die teurer geworden ist von 12,99 auf 18,99. Also die Preissteigerung ist echt immens bei der Batterie. Schade, dass ich die letztes Jahr nicht mehrmals mitgenommen habe, leider. Dann geht's weiter zu Penny. Bei Penny werde ich mir einmal das Frenzy Family mitnehmen für einen 10er. Auch wenn es ein bisschen überteuert ist, aber hier die Böller da unten und eine schöne Sortierung. Die Knallerbsen sind nicht schön, aber sonst hier ein paar Flieger und alles drum und dran. Und die Raketen hoffe ich mal, dass die alle Zerleger sind. Dann geht's weiter bei Penny mit der Boom, mit dem Boom Bash und dem Potsblitz. Boom Bash ist ein Böller-Sortiment für 3,99. Potsblitz ist die Wunderwuzi, müsste das sein, für 2,99. Ich war noch am Überlegen wegen dem Festival of Lights, aber habe ich mir gedacht, nee, lasse ich dann liegen. Und ja, ich wollte mir aber auch das Krachenferno mitnehmen, aber war letztes Jahr relativ schlecht bei mir. Dann habe ich mir gedacht, das Boom Bash ist vielleicht ein bisschen besser. Und ja, dann geht's weiter hier, bisschen weiter runter, nämlich mit der Barbarian und mit der Pyromaschine, die ich aufgeschrieben habe auf meiner Liste. Barbarian Pyromaschine 12,99, holt sie euch, die Barbarian, wirklich einer der besten Discounter-Batterien am Markt. Dann die Pyromaschine für 19,99, hatte ich vor 3 Jahren schon gehabt, war damals 2020, glaube ich, eine Neuheit bei Penny in Österreich, hat, glaube ich, auch 20 Euro gekostet, hier kostet sie auch wieder 20 Euro, wirklich ein Top-Teil. Eine Neuheit war die letztes Jahr bei Penny in Deutschland. Also holt sie euch auch sehr, sehr gut. Ich habe auch noch dazu ein Video hochgeladen, falls ihr das abchecken möchtet. Dann geht's weiter zu Kaufland. Ja, bei Kaufland ist so eine Sache. Das Feuerwerk ist nicht das Beste so. Ich werde mir einmal das Stargate mitnehmen, 5,55. Hier ein paar Böller, Vulkane, außen Schüttis und in der Mitte hoffentlich Zerlegerraketen. Dann ist das Sortiment für den Preis einfach top. Dann geht's weiter mit der Quicksilver und mit der Bandit für den Preis 3,99, 4,99. Ja, sind gute Komet-Batterien. Ich habe dazu die Videos angeschaut. Ja, einfach so zum Warmschießen einfach mitnehmen. Dann hier die Mythos, das ist auch ein Geheimtipp von mir, 15,99. Dieses Jahr eine Neuheit 2023 von Weco. Wirklich Top-Kaliber, Zerleger, Top-Effekt, alles drum und dran für den Preis. Besser als so eine Heavy Metal Reload, bin ich euch ehrlich. Also holt sie euch, falls ihr die bekommt. Gibt's eigentlich sonst auch nirgendwo so. Dann geht's weiter zu Norma. Ja, bei Norma war ich noch am Schwanken, was ich mir hole. Entweder die Bombastic Boom oder die Burning Crown. Das ist die auf der vierten Seite, müsste das sein. Auf der dritten Seite, sorry. Nämlich die hier. Weil bei der Bombastic Boom 16,99 und die Burning Crown 14,99 sind 30mm Kaliber Batterien. Die Burning Crown habe ich mir angeschaut, Zerleger top, wie auch bei der Bombastic Boom, da bin ich noch am entscheiden, welche ich mir hole. Dann die Sweet 16 für 3,99 und die Birds of Fire Neuheit für 4,99 werde ich mir einfach mitnehmen. Also ja, und sonst werde ich mir beim Norma noch die Supreme Double Shots holen, weil ich habe ja keine Double Crusher, leider bei mir im Lidl, sonst hätte ich die dort geholt. Hier kosten sie aber 6,99, aber ja, wegen die 2 Euro werde ich jetzt nicht herumgeizen. Dann geht's weiter zu Netto. Ja, bei Netto
Manche holen sich nur die D-Böller-Schinken. Den D-Böller-Schinken werde ich mir definitiv dieses Jahr mitnehmen. Mal schauen, wie der so ist dieses Jahr. Dann das Space Fever ist ein gutes Familiensortiment. 9 Raketen, hoffentlich mit Zerleger und ein paar Böller und alles drum und dran. Für den Preis ist es wirklich nicht schlecht, bin ich euch ehrlich, auch mit Fröschen und alles drum und dran. Für einen 10er. Dann King of Thunder bin ich noch am überlegen, ob ich mir die hole oder nicht. Hier aber Mikro Feuerwerk to go, das werde ich mir beim Edeka mitnehmen. Alles von denen, das werde ich auch, glaube ich, schon am 28. zünden, das Ganze hier. Kostet beim Edeka 3,99, beim Netto 4,99, also ja, Edeka wird angefahren. Dann die King of Thunder, gibt dazu kein Video für 12,99, bin gespannt, wie die so ist. Dann die Nightshot will ich mir mitnehmen, 4,99, gute Batterie, müsste die Destroyer sein. Dann Skyhammer, das ist die Sky Illusion vom Netto, genau. Die hat letztes Jahr wirklich überzeugt, habe mir dazu ein Video gestern im Livestream angeschaut. Für den Preis ist die top. Letztes Jahr haben wir, glaube ich, auch um den Preis. Also vorher top unten und dann mächtige Zerleger. Also wirklich sehr, sehr gute Batterie, auch für Komet-Verhältnisse, bin ich euch ehrlich. Ja, das war dann Netto. Dann geht's zu Müller. Bei Müller bin ich am Überlegen, was ich mir überhaupt holen werde. Ich glaube, nur Schinken eventuell habe ich mir aufgeschrieben, weil sonst kannst du ja da nichts mitnehmen. Im Prospekt sind keine Schinken drin, aber ich hoffe, dass die wieder gibt, weil letztes Jahr war im Prospekt auch keine Schinken vorhanden, aber hatten Schinken, also Super Böller 2, Super Böller 1, Super Böller 1, Super Böller 2 und D-Böller, genau. Und ja, mal schauen. Also da werde ich mir nicht viel mitnehmen, also nur ein Schinken. Dann Sonderpreis hat mich auch sehr enttäuscht, das Sortiment richtig schwach geworden, leider. Ich werde mir beim Sonderpreis einmal Steam mitnehmen, auch ein Geheimtipp von mir, 11,95. Der Pat hat gemeint, dass die Batterie wirklich sehr gut ist. Ich glaube, der hatte die mal, ich hatte die noch nicht. Wirklich, ich habe mir das Video angeschaut, für den Preis ist die top, besser als irgendwelche anderen Discounter-Batterien in dem Preissegment von 12 Euro. Also wirklich top, auch wenn es Komet ist. GeoShocks war ich am überlegen, aber habe noch, glaube ich, 10 Stück bei mir. Und ja. Dann geht's weiter mit Real, also mein Real. Ja, da werde ich mir einmal das Night Sky, glaube ich, mitnehmen für 11,11 Euro. Einfach so zum Vorfreude-Teil produzieren. Ist es nicht schlecht von den Raketen her. Und die Sortierung ist auch top, 145-teilig. Firebird, ein paar Vögel, ein paar Vulkane, ein paar römische Lichter. Also alles nicht so schlecht. Dann geht's zu Rewe. Da hole ich mir einmal nur eine Bloody Mary für 7,99 €. Geht die eigentlich in Ordnung? Auch wenn die Zerleger schlechter geworden sind, wie gesagt, bei der Bloody Brilliant bessere Zerleger, schlechter Effekt. Hier bessere Effekt, schlechte Zerleger. Aber 7,99 € schmerzt halt auch für die Bloody Mary. Schade, dass die nicht beim Kaufland gibt, sonst wäre der Kaufland überrennt worden. Dieses Jahr wieder, wie letztes Jahr. Dann bei Edeka, Mikrofeuerwerk, wie gesagt, 3,99 €, besser als beim Netto, um 1 Euro billiger. Da wäre ich nicht beim Netto mehr zahlen für die ganzen 24 Euro. Werde ich ausgeben. Dann bei Thomas Phillips, da wird einiges liegen gelassen. Ich werde mir einmal hier die Cubic Thunder holen, also Kubis für 1,11 Euro. Schauen wir mal, ob ich überhaupt alles bekommen werde. Beim Thomas Phillips bin ich gespannt. Dann Crackling Vulkan 2,77 €. Dann die Big Boom von Komet ist auch eine sehr gute Batterie, bin ich euch ehrlich hier. 9,99 € für den Preis ist die top. Swords of Fire auch für 22,22 €, aber habe ich mir gedacht, nehme ich mir nicht mit. Dann geht's weiter mit den ganzen Funkeverbünden bzw. Albert Feuerwerk, Tiger King 4,44 €, Extreme Terror 22,22 €, Barbies Boy 22,22 € und die Purple Haze für 39,99 €. Und ja, das werde ich mir alles mitnehmen beim Thomas Phillips. Schauen wir mal, ob ich alles bekomme. Der Thomas Phillips macht für alle am 28.12. um 8 Uhr auf, nicht um 9 Uhr. Seid gefasst drauf und ja. Wie gesagt, am Anfang schreibt's rein, was ihr euch holt, was ihr zu meiner Liste sagt. Ich bin offen für Verbesserungsvorschläge und ja, schreibt's rein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Haut rein und ciao.